Am Wort Hermann Brückel von der FPÖ. Das haben Sie, lieber Kollege Greiner, immer schon gut beherrscht, nämlich Neiddebatte über die Umverteilung zu führen und das dann auch noch dazu zu belegen mit einer Statistik vom Herrn Piketty, wo Sie vielleicht auch dazu sagen, dass das ein linkslinker Ökonom ist, der halt seine eigene Sichtweise auf die Dinge hier hat. Und ich kann es mir nicht verkneifen, bei solchen Redebeiträgen sage ich Ihnen, da brauchen Sie nicht von Arbeitsplatzsicherung reden, denn da gefährden Sie Arbeitsplätze, zumindest denen im sozialistischen Club, weil die werden sich nicht mehr lange halten, der wird entsprechend sich verkleinern in der Zukunft, wenn Sie so weitermachen. Steuervereinfachung, Steuererleichterung, Senkung der Abgabenquote, das ist es, was diese Bundesregierung will. Und die Senkung der Abgabenquote steht halt einmal ganz drüber, steht über allem. Damit wird auch, ich möchte auch erklären, warum das so wichtig ist, weil die Senkung der Steuer- und Abgabenquote dafür sorgt, dass die Menschen am Ende des Tages mehr in der Brieftasche haben. Das sorgt für mehr Eigentum. Eigentum sorgt auch für Sicherheit, Sicherheit im Alter und gibt auch Vertrauen und hebt das Vertrauen in die Zukunft der Menschen. Und deswegen hat sich die Bundesregierung das zum Ziel gesetzt. Und Vertrauen und Verantwortung, Hohes Haus, sind wichtige Faktoren auch in Wirtschafts- und Finanzfragen. Und wenn ich von Verantwortung spreche, liebe NEOS, auch an euch gerichtet, ihr fordert von der Regierung Maßnahmen ein, die ohnehin kommen. Die Dringlichkeit, warum das so dringlich ist, haben wir schon gehört. Das weiß keiner, versteht auch keiner, weil im Jänner war es eben, wie gesagt, noch nicht. Jetzt ist es. Aber wir werden hier diese Punkte umsetzen. Sie sind herzlich eingeladen, das mitzutragen. Möchte aber schon auch auf etwas hinweisen, nämlich wenn ich von Verantwortung spreche, auch die Verantwortung der NEOS einzufordern. Ich habe mir die Mühe gemacht, nur als Beispiel auch, wie verantwortungsvoll NEOS mit Politik im Allgemeinen umgeht. Da gibt es den sogenannten Regierungsmonitor. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, Frau Grupper, Frau Sieren von Ehrlichkeit, der Herr Kollege Schellner hat von Ehrlichkeit auch gesprochen. Ihr betreibt den sogenannten Regierungsmonitor. Da finden sich zum Beispiel zum Stichwort Budgetdefizit der Satz: Es ist daher davon auszugehen, dass die Schulden für die kommenden Generationen noch weiter wachsen werden. Tatsache ist, dass wir die Schuldenquote im Vorjahr, im Jahr 2018, unter 75% gesenkt haben und dass wir demnächst dieses Budget auch ausgleichen werden. Zum Stichwort Arbeitszeitflexibilisierung, da steht drinnen nicht umgesetzt, da die Sozialpartner noch bis 30.06. für Verhandlungen Zeit haben. Also sagt so eine Pestbitte, das ist über ein halbes Jahr, das wird jetzt bald ein Jahr her, dass man das längst erledigt hat. Also hier würde Handlungsbedarf bestehen. Oder Salzburg, da steht es hier in der Regierungsverantwortung. In Salzburg stehen NEOS in Regierungsverantwortung. Und jetzt frage ich Sie, es gibt österreichweit eingeführt 2012 die sogenannte Transparenzdatenbank. Ich komme aus einem Bundesland, aus Oberösterreich. Oberösterreich befüllt auf Punkt und Strich diese Datenbank, diese Transparenzdatenbank, genauso wie Niederösterreich. Aus Salzburg passiert hier nichts. Und ich sage Ihnen, hier stehen Sie in Regierungsverantwortung. Da zeigt sich wieder mal, wie verantwortungsvoll auch Sie tatsächlich in der Politik hier handeln. Und das sollten Sie noch dazu, wo man hier Millionen einsparen könnte. Auch das soll gesagt sein. Und da frage ich Sie schon, wo ist Ihre Verantwortung, die Sie hier von der Bundesregierung einfordern? Und ich, um in den Worten der NEOS zu sprechen, Sie sollten sich vielleicht wieder mal updaten. Aber seit dem Abgang von Matthias Strolz ist das offensichtlich nicht mehr passiert. Unsere Regierung steht für die Parlamentsfraktionen, ÖVP, Freiheitliche stehen für eine Steuerstrukturreform, insbesondere Einkommensteuergesetz 2020, zur Ausgestaltung und zur Umsetzung noch, das steht noch vor dem Sommer an. Und zum Inhalt auch ganz kurz, Neukodifizierung des Einkommensteuergesetzes, Förderung der privaten Altersvorsorge, Senkung der Abgabenbelastungen für mittlere und kleine Einkommen, das sind also nur die wichtigsten Punkte, die hier umgesetzt werden. Und weil Sie auch die Ökologisierung angesprochen haben, Frau Grupper, Frau, natürlich wird diese Steuerreform, diese Steuerstrukturreform auch entsprechende ökologische Maßnahmen beinhalten. Die Regierung von ÖVP setzt hier Wir hat hier wirklich in kurzer Zeit ganz, ganz viel umgesetzt. Und die Frage, müssen Sie sich gefallen lassen, wo waren Sie im letzten Jahr, wenn Sie behaupten, der Familienbonus wäre kein großes Vorhaben, 1,2 Milliarden Nettoentlastungsvolumen. Wenn Sie behaupten, dass die Senkung der Arbeitslosenbeiträge mit 700 Millionen kein großes Vorhaben ist, dann frage ich Sie, wo waren Sie im letzten Jahr? Wenn die Senkung der Umsatzsteuer bei Beherbergungsbetrieben von 13% auf 10% kein großes Vorhaben ist, dann frage ich Sie, wo waren Sie im letzten Jahr? Ja.
her, wenn die Umwandlung der ÖBIP in die ÖBAG kein großes steuerlich-finanztechnisches Vorhaben war, dann frage ich Sie, wo waren Sie im vergangenen Jahr? Was haben Sie hier getan? Und diese Fragen müssen sich gefallen lassen, wenn Sie behaupten, dass diese Regierung nichts tut, wenn Sie behaupten, diese Regierung würde nicht rasch genug handeln. Wir haben ein Regierungsprogramm ausverhandelt, das ist angelegt auf 5 Jahre. Diese Regierung ist gerade mal 1 Jahr im Amt und in diesem einem Jahr ist sehr, sehr viel passiert. Die Österreicherinnen und Österreicher pflichten uns hier mehrheitlich bei. Sie unterstützen uns hier auf diesem Weg und sie tragen diesen Weg auch mit und gehen hier diesen verantwortungsvollen Weg der Regierungsparteien mit. Und in diesem Sinne, wie gesagt, noch einmal, die Dringlichkeit Ihrer Anfrage erschließt sich nicht, denn diese Regierung arbeitet hervorragend und gut. So der Finanzsprecher der FPÖ, Hermann Brückl.